voll. Du musst, glaube ich, Enter und dann auf die Waffe gehen. Okay, nee, anscheinend auch. Denn es ist wohl einfach nur Anzeigebug. Ja, wahrscheinlich, hoffentlich. Ja, guck. Okay, das sieht so aus, als wenn du von da nicht reinkommst. Ja, das siehst du, glaube ich, richtig. Sehr wohl. Was muss ich überhaupt machen? Sachen zerstören, ne? Vermutlich. Ja, zerstöre die Lage der Schwarzbrenner. Verbleibender Schaden 18.000 irgendwas. Easy. Gut, hier vorne geht's rein. Ich hoffe, das sind nicht ganz so viele, aber da es ein Lager ist, gehe ich mal von aus, dass das. Ja, nimm auf jeden Fall schon mal die Pistole in die Hand. Kannst du weg mit der Pistole. Mit der Pistole. Und an die Wand lehnen, bitte. Tu es einfach. Ja. Guck mal, ich drücke Steuerung, passiert nichts. Dann ist eine andere Taste. Ja, an sich war das doch Steuerung. Ich habe vorhin auch Steuerung gedrückt, um das ging. Ja, musst du dich richtig erstmal die Wand sneaken. So, und jetzt? Genau. Oh, okay, man muss an der Ecke stehen. Okay, nee, mach den erstmal beim Auto. Und danach kannst du die beiden machen. Nice. Den da hinten? Oder welcher als erstes? Den seh ich nicht. Ja, dann versuch die beiden schnell zu machen. Ja, oder ich geh noch mal kurz an die andere Seite. Einer hat ihn gesehen. So. Scheiße. Hä? Okay, suchen wir woanders weiter. So, jetzt mach die anderen beiden. Erinnere dich das ganze Team! Nice. Gut. Geh einmal hin. Die Wand schon. Und dann schön deren Geld einsammeln, weil warum auch nicht? Ja, klar. So, das hier. Sehr gut. Das aber alles, was ich zerstören kann, ist ja immer markiert, ne? Eigentlich schon, da kannst du nochmal rein. Schon eh gleich. Ja, aber da ist so ein guter Hintereingang. So, und eh. Sehr gut. Bin so stolz auf dich. Die Fresse, Alter. So, aber ich möchte an sich jetzt gern schon mal erzählen, weil wenn ich sonst in der Aufnahme bin, kriege ich das nicht hin, so spielen und labern und sowas. Du kannst mit F sonst auch deine Vision anmachen, mal so, sexy, ne? Sexy, ja. Damit sehe ich alle Gegner, ne? Ich glaube schon, also so ein bisschen die in deinem Umfeld sind. Sollte eigentlich gut klar gehen. Sollte ich da schon drauf schießen? Nee, ich glaube noch nicht. Medizinschrank? Kannst du auf jeden Fall mal mitnehmen. So, und guck dich immer ein bisschen mal um mit deinen Tasten, weil ich glaube, hier laufen noch einige rum. Ja, hier aber gerade nicht halt. Ja, aber ich habe auf jeden Fall Stimmen gehört. Die ja, das, die höre ich auch. So, und ich fange jetzt mal an zu labern von meiner Story. Also, ich glaube, die sind über mir. Das kann sehr gut sein. Guck mal nach. Ja, gehen wir ruhig hoch. Gehen wir ruhig hoch. Naja, okay. Also ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich anfange. Also kann sein, dass es ein bisschen chaotisch ist, aber wird schon. In die Wand sneaken und immer ein bisschen umgucken. Hier liegt schön viel Geld überall. Ja, das ist nice. 2000 Cash haben wir gerade schon gemacht. Nice. So, aber was sind die blauen Sachen nochmal? Was für blaue Sachen? Auf der Karte ist sowas Blaues angezeigt. Ach so, das sind die. Zeig dir mal nach oben. Das ist hier das oben ist Poster. Genau. Das kannst du gleich auch nochmal nehmen. Ja, klar. Wenn du hier schon bist. Es kann doch nicht sein, dass hier überall keine Leute sind, ey. So, das müsste hier direkt an der Wand sein. Wie riesig diese Pistel ist. Ja. Dann direkt da neben dir. Ja, ich will erstmal das Geld haben, das ist Priorität. Okay, so, nice. Okay, ja, mit der Story, wie fange ich da am besten an? Hier geht's nur raus wahrscheinlich. Also es geht um so ein Mädel, was meine Freundin kennt. Und ich will jetzt so ein bisschen erzählen, was sie so abzieht. Und ich finde, das ist so ein richtiger Busted-Move und das geht halt einfach gar nicht. Und naja, okay, ich fange mal an. Also, sie hat einen Freund, so, da gibt's ja erstmal nichts Schlimmes dran. So, guck dich mal bitte immer ein bisschen um, nicht, dass du gleich auf einmal in die Reihen läufst, so. Wo sind die denn? Unten. Unten, ja, die sind unten alle da näher Richtung den Punkt. Ne, hier. Oh, ja. Komm, gib den Bein von oben. Werden mir die nicht angezeigt? Sind die böse? Oder sind das Zivis? Das können auch Zivis sein. Ja, das sind wahrscheinlich dann Zivis. Ja, das sind alles Zivis, sonst würden mir die auch angezeigt werden, oder? Ja, keine Ahnung. Drücken wir bitte nochmal F. So, da unten das eine gelbe, was ist denn das? Das ist so ein grünes Elektroteil wahrscheinlich. So, ja, okay. Egal. Ja. Okay, also sie hat einen Freund. So, sie ist 19.
Genau, und falls du das sehen solltest, passiert, ne? Ist meine Meinung. Und ich sag meine Meinung. Gern auch dir persönlich ins Gesicht, aber ist mir jetzt erstmal egal. Ich will es jetzt hier erstmal erzählen und ein bisschen Jannes Meinung dazu hören. So, und ja, ich bin gespannt. Genau. Also, lauf doch mal ruhig rein und schieß da mal ein bisschen rum. Und würde ich nicht machen, weil sonst killst du die. Ich weiß nicht, inwieweit das mit dem Game so ist. So, ja, okay, du bist dann ganz böse. Gut, die juckt das nicht. Kann man auch machen. Naja. Ich geh hier hinten wieder raus, ne, und dann. Oder soll ich unten einfach durchgehen? Geh unten einfach durch. Ich hab irgendwie Angst vor denen. Kannst du nochmal Geld mitnehmen? Das juckt den Scheißdreck. Oben ist ein Böser auf jeden Fall. Guck mal. Ah, der da, ja. Kannst du am besten umballern, genau. Meinst du, es geht? Ja. Hi. Ey, es juckt echt keine Sau, ne? Ey, das ist voll geil. Naja, okay. Also sie ist 19. Wer voll geil. Hi. Und sie hat einen Freund. Ja, du. Und, ja, ich weiß, ich versuche irgendwie das so ein bisschen zu strukturieren, aber das gelingt mir nicht wirklich. Würde ich nicht machen, oder? Ui, komm. Ich weiß nicht. Nee, das ist zu risky. Okay. Hier muss aber doch noch mehr drin sein, oder? Kann ja nicht sein, dass... Nee, hier unten nicht. Hä, what the fuck? Unter dir ist jetzt aber noch irgendwo einer. Hier sind einige jetzt. Was heißt einige? Zwei, ne? Drei, vier so. Da ist nochmal... Ja, Alter. Beste. Erstmal, was ist das? Ach was, das war das. Ach was. Okay, und der Typ ist 30. Ihr Freund. Genau. Okay. Ja, gut. So, okay. Kann man machen, weiß ich nicht, muss aber auch nicht unbedingt sein mit einer 19-Jährigen. Ja, aber das ist ja jedem selber überlassen. Genau, das meine ich auch so, okay, wäre jetzt nicht so meins, aber kann man machen. Also jetzt muss ich aufpassen, dass ich das draußen nicht sehe. Wobei, gib ihn einfach. Aber ich weiß nicht, ob du den anderen da kriegst. Ist mir egal. So, und diesen Typ habe ich gestern so, ja, kennengelernt, so übertrieben gesagt, also ich habe ihn gestern so getroffen, gesehen haben wir die zufällig, beide, und ich muss sagen, was mir so meine Freundin erzählt hat und so, und was die Teil so mit ihm abzieht, denke ich mir so, okay, das muss doch bestimmt so voll der Lappen sein, weil Selbstbewusstsein scheint anscheinend nicht vorhanden zu sein. Dann sehe ich so den Typen, ist das eigentlich so ein ganz normaler Boy. Habe ich mich erstmal so ein bisschen gewundert, ne? Habe ich ihn halt so begrüßt, so ganz standardmäßig halt so Hand gegeben. Und warte mal, ich darf einmal kurz seine Hand nehmen, ne? Okay, warte. Wow, okay. Get right. Ja. Okay, er macht, normalerweise machst du ja mit dem Typen so, ne? Ja. Er macht so. Meine Hand sozusagen gestreichelt. Er hat wirklich meine Hand gestreichelt. Das hat sich so angefühlt, als hätte ich eine Feder in der Hand. Sehr schön. So. Das müssten jetzt endlich mal alle gewesen sein. Ja, eigentlich schon, ne? Also ja. Es wird auf jeden Fall gerade... Oh, da drin. Da oben. Oh, hi. Nein. genau, und da dachte ich mir so, what the fuck? Ich meine, man muss ja die andere Hand von dem anderen Typen da nicht zerdrücken, zermalmen oder sowas. Mhm. Aber man kann ja so ein bisschen wenigstens so leicht reindrücken, ne? Ja, man, gut, aber... Ja. Okay, aber wie gesagt, ist ja ist auch erstmal nicht so verwerflich. So, jetzt zu dem Move von der Tusse, den ich richtig busted-like finde. Ja. Ist er... The fuck? Sieht aus, als hätte er... Naja, eine Zwangsliste an? Hat er Zwangsliste? Ja. Nee, hat er nicht. Nee, ist gerade so komisch gegen die Wand gelaufen. Okay. Gut, wohin wollen wir denn? Ist das schon alles gewesen? Ja, das war alles. Ja, okay, dann ich musste nur diesen Plan mitnehmen. Das war quasi der Plan für ein Lager. Okay. Aber das ist ja, entweder machst du jetzt das Lager oder Hauptmission. Mach erst mal Hauptmission. Okay, so. Genau, und der Typ kauft hier halt alles Mögliche. Also, abgesehen von Essen, Schuhe für 100 Euro und sonst was, Kleidung, Klamotten, alles Mögliche. Und das ist so eine Aktion, Scheiße. Wo ich
erstmal sage so, ja, okay, man kann seiner Freundin was kaufen, so, aber man muss sie nicht alles in den Arsch stecken. Ja, aber im Endeffekt ist es ja so seine Sache. Genau, das ist auch noch seine Sache. Wenn die beiden sich lieben würden, ne? Finde ich so, dann kann man es so machen. Also, jetzt habe ich gestern erfahren, dass der Typ will sich umoperieren lassen. Zu einem Weib. Nee. Und sich dadurch schöner machen, dadurch, dass seine Freundin ihn nicht schön findet. Also, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, sag mal, bist du behindert? Also, mir wurde das dann später erzählt. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein Ernst sein. So. Ja. Außerdem wurde mir dann erzählt, dass die Freundin ihm erzählt hat, so, oder die haben so geredet und so. Und erstmal habe ich mir halt so die Frage gestellt, so, wie kommst du überhaupt zu so einem Gespräch? So, ja, du bist hässlich. Ja, sie hat ihn wohl so gesagt, so, ja, ich finde dich wohl nicht ganz so attraktiv. Also, und sie hat ihm dann vorgeschlagen, willst du dich nicht umoperieren? Und er hat darauf eingestimmt und das gelassen genommen. Was so einfach dieser Fakt allein schon. Digga, wenn das deine Freundin zu dir sagen würde, dann läuft doch irgendwas massivs falsch, aber oder? Aber richtig. Also bitte. Und er schiebt dir sozusagen alles in den Arsch und aufgrund von diesen Aktionen merkt man halt schon, dass sie, würde ich sagen, ihn hart ausnimmt. Ja, und minimal leicht oberflächlich ist. Ja, genau. Das obendrein. Verfolgung beenden. Nice. Ja, komm, mach Double Kill. Gib ihn. Vielleicht ein Partner. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Sehr schön. Suche abbrechen und streifen. Jetzt muss aufpassen, dass der eine das da unten nicht sieht. Oh. Ja, stimmt, hier war ich wirklich schon drin. Ich bin ja auch so reingegangen. Das ist hier die Flasche rein. Ne, du bist nicht hier reingegangen, du bist vorne durch den Haupteingang gegangen. Ja, aber auch so hier über die Ecke. Ja, ja. So. Ah ja, warte ruhig, bis auf dich zukommt. Wie pfeift man? Mit Enter. Nicht mehr mit Entfernen. So. Q, ne? Ja, Q oder halt schießen, aber ich würde sagen Q. Ja, mach Q. Ich wollte noch warten, bis er ein bisschen weit hier drin ist. Ja, passt schon. Dann schmeiß ich nämlich direkt hier rein. Und das ist halt so eine Aktion, wo ich mir halt wirklich so denke, so, das. Das kann nicht einfach. Das wirklich, das geht nicht. Also, wenn das eine Freundin, also deine Freundin zu dir sagen würde, dann wäre meine Reaktion darauf, ja, okay, komm, da ist die Tür. Geh mit Gott, aber bitte geh. Das kann ich nicht verstehen, wie man dann vorhin gelassen darauf reagieren kann. Ja, das ist unmöglich. Und dann auch noch sagen kann, ja, okay, mach ich. Wie springt man von Ecke zu Ecke? Das kann ich nicht sagen. Da link, Steuerung. Okay. Steht da. Genau. hat gut geklappt. Ja, ich hab Shift gedrückt. Wieder ein Double machen? Ja, pass auf, dass oben. Achso, oben ist zu, okay. Ja, dann du mach ein Double. Sehr schön. Gut. Auch Get Right Aiming heute so. Zwei sind noch da hinten. Kannst versuchen, von der anderen Seite rumzukommen. Oder geht das nicht? Das ist so weit da, musst weg, du, ne? Da musst du aufpassen, vor allem, dass die von oben keiner sieht. So. Deswegen. Oh Leute, ist oben hier offen, ne? Ja, ja, ja. Hier im Mittelgang ist oben offen. Genau, und das ist halt so eine Aktion, das geht nicht, finde ich. Also ich finde schon mal so, dass sie von sich alles in den Arsch stecken lässt. So. Das war... Sag mal. Die macht halt wenig Schaden sozusagen. Die ist nur Head, ne? Ja, ja. Warum sagt ihr, habt gehört, Affen schaukeln gerne in Bäumen, stimmt das? Ach so, weil ich schwarz bin. Hallo. Oh. Lol. Das Sniper kann ich aber auch nichts anfangen, ne? Ja, aber die haben doch noch andere Waffen, ne? Kannst du ja hingehen. Ja. Genau, und da will ich einmal an alle Jungs und alle Weiber reden, die in einer Beziehung sind. Lasst euch nicht komplett ausnehmen. Ja, bitte, Alter. Weil es kann einfach nicht angehen, gerade in unserer Gesellschaft, wo wir mit so vielen Hipster schwuchteln und sonst was alles leben. Ich meine, das ist alles euch überlassen. Wie ihr euch anzieht und sonst was, was ihr macht, ist eure Sache. Da will ich auch gar nicht reinquatschen. Aber es kann nicht sein, dass man in einer Beziehung ist, kaum Selbstbewusstsein hat und sich dann komplett ausnehmen lässt, sich von der Freundin anhören muss,
Ja, Digga, du bist hässlich, lass dich mal bitte operieren. Aber er fickt sie, oder was? Ja. Aber... Und das gefällt dir? Ja, anscheinend. So hätte er gesagt, so hätte ich das nicht gewusst mit dem umoperieren lassen, so. Hätte ich gesagt, ja, okay, der kauft ja ein paar Sachen und kriegt halt immer den Freifick, so. Aber dadurch, dass es mit dem Umoperieren ist und wie er mir gestern so die Hand gegeben hat... Get right, Alter! Ja, das ist nice. dachte ich mir, ich muss nachladen. Nachladen. Ja, ja, chill. Ich benutze jetzt erstmal die geheime Hintertür. Ja, und da dachte ich mir, das... Nee. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Und ich weiß auch nicht, wie das Mädel das mit ihrer Moral oder sowas vereinbaren kann, weil das ist für mich auch noch so eine andere Frage. Das weiß ich nicht, könnte ich nicht. Wenn du komplett... Also als Typ ist das wenig, noch viel weniger vorstellbar, einfach, dass du deine Freundin so komplett ausnimmst. So, dann sagen wir mal, sie lässt sich dann umoperieren. Ist er runtergelaufen? Nee, der ist hier oben, also der Wach, an der Wachposten ist... Oh, hi. So, ja, den musst du wieder befolgen. Stecke fest! Da ist... Genau, mit Kuh. Muss auch gedrückt halten. Ja, ja, genau. Ist ja noch nie mal anstrengend. Ja. Der bringt viel Geld zum Anwerben. Ja, ja. Du könntest ja der Bratwurstkönig von Newburgh sein, wenn ich arbeite. Na, wie klingt das, Sonny? Na sicher. Ich mag es sowieso irgendwie, hier zu arbeiten. Gut. Burks Leute werden sich melden. Ich frage mich, ob... Wie gesagt, als ob, wenn wir die nicht alle... Also, wenn wir ein paar von denen nicht töten, ob die sich dann nicht irgendwann so gegen uns wenden und auch wieder übernommen werden. Genau. So, und jetzt nochmal zu dem Mädel. Also, das war eine Sache schon mal. Das ist nice. So. Kann man machen. 30.000, Alter. Genau. Und... Was ist bei P? Verbetten. Warte. Warte mal ganz kurz. Das ist gefallen. Warte. Warte, dann lass ja ein neues Fahrzeug bringen. Kein Verbrechen für 30 Krankenkapseln. Blablabla. Okay, ich habe das noch nicht so ganz durchblickt, aber ja. Passt schon. Okay, jetzt kommen die Boys alle wieder angefahren, so. Schick deine Leute. Genau, jetzt sieht man wieder die tolle Sequenz. Okay, mach mal kurz Pause, ich erzähl gleich weiter. So, und jetzt müsste doch gleich noch eine Sequenz kommen, oder? Ja, jetzt. Genau, ich meine danach noch eine so... Achso, ja, wir haben die Schlacht auf jetzt halt Berg gegeben. Das heißt, Point Vendor gehört jetzt auch komplett uns, glaube ich. Ja. Ich glaube, da haben wir noch ein, zwei Nebenmissionen, oder die fallen jetzt komplett weg. Nee, die gehören noch, die müssen noch. Mhm. Thomas Burke kam als Kind in die Staaten, als ein Vater aus Irland floh. Wahrscheinlich wegen der Rolle, die er dort im Bürgerkrieg gespielt hatte. Als sein Vater einem Herzinfarkt erlag, fing Burke an, illegal Schnaps herzustellen. Er betrieb die Schwarzbrennerei in ganz großem Stil und das fiel Selma Carno auf. Burke machte in der Mafia Karriere, konnte aber wegen seiner Herkunft kein festes Mitglied werden. Nur Italiener dürfen rein. Ja. Was für das? Schaffst du noch 20 Minuten? Hm? Schaffst du noch 20 Minuten? Ja. Okay. Ach so, wegen dem Kacken, ja. Ich habe noch volle Schutzweste, das heißt, die brauche ich nicht. Das Auto ist übrigens ziemlich sexy. Genau. Polizeidienstleiter drin. So. Ja, gut. Ja, das ist, die Scheiße lesen wir sowieso nie durch. Also ich zumindest nicht. So, dann weiter von den Mädchen. Was ich finde es halt einfach Bastard-Modus, weil man einfach so, wenn man sie so ein bisschen beobachtet sozusagen, also wenn man sie so sieht und ihr so ein bisschen zuhört und das, was sie so sagt, auch wie sie über einen Freund redet und was sie so für Aktionen abzieht, merkt halt einfach so typisch, dass sie halt mega die Bitch ist. Mega oberflächlich und dass sie ihren Boy halt kein Stück liebt. Das ist wirklich einfach wie so ein Freifick ist so. Ist die Frage, betrügt sie? Warte, dazu will ich jetzt gleich nochmal anschauen. Okay. So, also, sie wird typisch Bitch-like halt immer sehr häufig feiern, ne? So, und gestern war halt wieder so ein Tag. Und dann postet sie halt auch immer so oberflächige Snaps in ihre Story, so. Habe ich gestern bei meiner Freundin so gesehen. Weißt du, was meinst du mit oberflächlich? Nuttig, oder? So. Ja, gut.
Also Jan, ich Jan, mal, Jan ist kurz ein Foto gezeigt, so, weil das habe ich mir gestern extra gemacht, weil ich ihm das nochmal zeigen wollte, um das nochmal so deutlich zu machen, wie das Mädel halt so rüberkommt. Ne? Oben.